Warte, was hast du vor? Okay, Checkpoint. Spring, Neo! Ja, wir haben Flügel! Yeah. Warte, der hat... Oh Gott, der hat die Angriffe von wirklich allen Viechern, glaube ich, ne? Und irgendwer schreit im Hintergrund. Da oben sieht man nichts mehr, das ist unfair. Okay, ich kann nicht stampfen. Ich hatte schon Hoffnungen. Was ist da unten, dass ich sofort sterbe? Ich kann doch fliegen. Nein. Komm, es ist der letzte Boss. Ich weiß nicht, also ich habe ja diese super diese Bonus Edition. Ich weiß nicht, was hier nach noch kommt. Ist ja schrecklich. Wer hätte gedacht, dass ich Hakenkreuz mal so hassen würde? Ich meine, in manchen Kulturen sind das Symbole des Glücks und des Friedens und hier stirbt man, wenn man eins berührt. Wäre ich die perfekte Attentatsmethode gewesen. Einfach ein vergiftetes Hakenkreuz, wenn man das berührt, ist man tot. Oder Hakenkreuz, Wurfmesser. Nicht Wurfmesser, Wurfsterne, so. Ach, fuck. Ich verstehe nicht, wie man das hier machen soll.
Natürlich, die Raketen können sich auch außerhalb des Bildschirms bewegen. Und zwar ohne zerstört zu werden. It's a trap, he will attack you. Ja, egal. Muss ich jetzt einfach nur überleben, oder wie? Nein! Warum? Was habe ich hier zu tun?
Ja, mal ganz ehrlich. Checkpoint, bitte. It's called Butts now. Ja, ich habe deinen Arsch gestohlen. Ich habe jeder ans Arsch gestohlen. Wollte alle Arsche schütteln. Alle Arsche in der Welt. Zum Beat. Das wäre wundervoll. Hilf mir. Der Groove hat die Kontrolle. Hilf mir. In den folgenden Jahren wurde Bugibaba Boris der Papst. Er wurde auch bekannt als Papst Boris der Sexy. Bla bla bla. Oh Gott, der Text ist hier zu hell. Das Ende. Das war gerade extrem anstrengend. Und wie gesagt, ich finde, dass dieser weiße Text auf schwarzem Grund, also ich finde, das ist generell, das vergewaltigt die Augen. Also ich kann da gerade echt nicht hingucken. Ich möchte jetzt auf jeden Fall noch wissen, was, ob danach noch irgendwas ist, also ob es da wahrscheinlich irgendeine Bonuswelt gibt oder so. Okay, dann würde ich sagen, das war's erstmal mit Let's Play Electronic Super Joy. Es gibt offenbar noch Bonus-Content mit 6 weiteren Leveln, aber ich weiß nicht, ob ich die mir antue. Jedenfalls nicht jetzt. Wir sehen uns das nächste Mal entweder da oder bei Electronic Super Joy Groove City. Bis zum nächsten Mal.